Jo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, wie ihr schon Titel gelesen habt, Nuketown Glitch, Secret Room Glitch auf Nuketown. Und zwar ist es ein ganz kurzer Glitch. Ihr müsst bei A, oder ist es A? Ja, ne, A. Oder bei C, keine Ahnung, was es ist. Hier in der Garage sein. Ihr braucht auf jeden Fall, also A, ihr braucht auf jeden Fall den Dart. Das ist richtig wichtig für den Glitch. Ihr braucht Dart. Müsst in die Ecke da gehen. Müsst da in die Ecke gehen. Und ja. Jetzt stellt euch da ganz kurz hin, wie Stevie schon zeigt. Und da ist eine Puppe. Ihr seht eine Puppe ganz rechts. Und wenn ihr da rechts die Puppe anschießt und dann den Dart einsetzt, dann schießt ihr einfach drauf und dann seid ihr eigentlich schon in den Glitch drinne. So ungefähr Brust und dann hat schon wieder nicht geklappt, oder? Okay, ja. Man muss auf jeden Fall hochspringen. Und dann ist man hier drüben. Dann ist man hier drauf. Es sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber wenn man dahin geht, glitcht es nicht mehr. Und du kannst sie perfekt spawn-trappen. Und es ist einfach krass. Man muss einfach an der Puppe, wie ihr gesehen habt, alles Mögliche wegen den Dart. Und die können euch nicht sehen. Das seht ihr jetzt aus der aus der Perspektive von Tom. Oder von Dennis. Den kann man nicht abschießen. Man sieht ihn gar nicht. Und aus der Perspektive ist es wieder so. Man kann ihn einfach killen. Raus kommt man da ganz schwer, außer du stirbst, irgendwie, keine Ahnung. Und ja, ihn hat man nur gerade getötet, keine Ahnung, weil man sieht einfach nur ganz kurz ein Körperteil. Es muss nur ein kleiner Fuß sein und man ist direkt down. Also, ja, ganz kurzes Video, lasst einen Daumen oben da, wenn es euch gefallen hat, kommentiert mehr, was ihr so sehen wollt und abonniert mich, wenn ihr mehr von sie wollt. Und jo, ciao.